Us, it's Dragon Time. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind live hier beim Dragon Coaching. Jeden Sonntag 14 Uhr. Ihr seht schon hinter mir der Drache. Heutiges Thema: Disziplin und Ordnung. Hört sich erstmal vielleicht für den Laien etwas trocken an. Die Dragon Profis wissen damit schon mehr anzufangen. Aber der Kern heute, das worum es geht, ist eine ganz besondere Persönlichkeit, die heute beim Dragon Coaching zu Gast ist, könnte man sagen. Man müsste aber fast schon sagen, der Urheber des Dragon Coachings, das Herz des Drachens, könnte man sagen. Ja, mein persönlicher Lehrer und Ausbilder. Eigentlich bedarf er keiner Vorstellung, ich mache es trotzdem kurz. Er ist eine Koryphäe der Kampfkünste. Wir Schüler kennen ihn und schätzen ihn als wichtigen Begleiter, Lehrer im Leben. Herzlich willkommen, Großmeister Viktor Köll. Wow. Us an alle Follower, Freunde, Familie von unserem Sensei Goldberg. Heute bin ich extra angereist, um hier eine tolle Veranstaltung beizuwohnen, nämlich unser Dragon Coaching von unserem Sensei Goldberg. Boss. Ja. So, also wir müssen uns natürlich auch beide sehen, das ist immer eine wichtige Sache. Okay, gut. Vielen Dank, Großmeister, dass Sie heute da sind. Ich freue mich wirklich persönlich ganz besonders, weil alles, was ich euch in den letzten Folgen beibringen konnte... Wir bauen noch ein bisschen. Was ich euch beibringen durfte, vermitteln durfte, das entspringt den Lehren und Gedanken des Großmeisters. Also das vorab gesagt... das ist die Quelle sozusagen, die heute da ist. Also sperrt die Ohren auf, macht die Löffel lang und genießt die nächste halbe Stunde wirklich Influence und tolle Beiträge. Bevor wir richtig ins Thema starten, Großmeister, würde ich Sie gerne fragen, ich weiß, Sie verfolgen auch das Dragon Coaching, geben mir danach auch immer jedes Mal neue Hinweise, Tipps oder auch korrigieren das Ganze. Hatten Sie ein Thema, wo Sie gesagt haben, das hat Sie besonders... hat Ihnen besonders gefallen? Fanden Sie besonders gut? Oder? Also ich muss sagen, natürlich verfolge ich allgemein das, was meine Schüler oder gerade auch meine Meisterschüler oder Sensei Goldberg hier als meine rechte Hand so hier unternimmt. Und ich muss sagen, deine Coachings haben mir immer sehr, sehr gut gefallen. Das ist schön überhaupt auch zu sehen, wie etwas weitergegeben wird und wie es nicht nur ungefiltert, sondern eben teilweise auch verbessert weiterkommt. Also verbessern im Sinne von, dass jeder Mensch ja auch irgendwo ein Upgrade von sich selber ist und du natürlich meine Lehren nicht nur für dich selber verinnerlichst, sondern eben auch weitergibst. Und ich muss sagen, das ist auch die Transparenz, also etwas verständlich zu machen, das gefällt mir bei dir sehr gut. Und man könnte jetzt immer kritisieren, ist wie bei einer Kampftechnik, ja? Wenn jemand einen Hammer setzt, wenn jemand einen Fauststoß richtig auf die Birne leuchtet und der fällt um, dann ist die Technik ja gut. Es geht nur darum, wie kann man sie verbessern. Ja? Man kann es jetzt noch schneller machen oder sonstig, aber der Fakt ist, es hat funktioniert. Und das ist bei dir auch so, es funktioniert. Du setzt unglaublich viel von unseren Lehren einfach um in dein tägliches Leben. Ich kenne dich jetzt seit über einem Jahrzehnt. Ich sehe deine Entwicklung als, kann man sagen, Teenager zu erwachsenen Mann. Das ist natürlich fantastisch zu sehen, wo du eben deine Baustellen hattest, die ja jeder Mensch hat. Und das ist ja das Schöne, wir haben Baustellen, wir entwickeln uns. Und wie du die abgebaut hast und wie du aus Schwächen Stärken gemacht hast, das ist das absolut Faszinierendste. Das heißt, viele Menschen haben Stärken, aber auch Schwächen. Und wir müssen sagen, in der Kampfkunst ist es sogar so, dass die Schwäche eine deiner Stärken werden kann. Weil sie ist ja ein Teil von dir. Eine Schwäche ist ein Teil von dir. Das heißt, wenn einer sagt, na, ich bin halt so, dann hat er einfach nur etwas nicht wirklich ausgebaut, nicht ausgehoben. Er hat es einfach gesagt, das bleibt jetzt hier in der Schublade. Und das ist dir natürlich fantastisch gelungen. Und das Schöne ist, das geht mir ja auch so, ein permanentes Upgrade. Ich würde sagen, ich mache ein tägliches Upgrade von mir. Spüren tue ich so in Monatsschritten und vor allem in Jahren und vor allem in Jahrzehnten, muss man sagen, da sieht man erstmal, was man alles geschaffen hat und was alles möglich ist. Und nicht nur bei mir selbst, sondern vor allem auch bei meinen Schülern. Und das ist ja das Allerfantastische, dass man sagt, Mensch, es geht. Und das sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, wenn man unser Team jetzt mal anschaut. Das ist vielleicht eine ganz tolle Sache. Ja, vielen Dank, Großmeister, also für das wahnsinnige Kompliment. Ich kann das nur
mich dankend, mich dafür danken, verbeugen. Und diese Lehren, die sind wirklich umsetzbar im Leben und man merkt es wirklich in langen Zeitschritten, wie man sich wirklich entwickelt und eben genau die Schwächen zu Stärken werden lässt. Das hat mir der Großmeister vor 15 Jahren schon gesagt. Damals konnte ich es noch nicht ganz verstehen, wie das gemeint ist. Oder beziehungsweise, ich habe mich geschützt selber mit dem Gedanken, aber ich bin halt so. Aber das hält uns schwach. Ja, und bei dem Thema heute, Ordnung und Disziplin, soll heute so das übergreifende Thema sein, dieser Dragon-Coaching-Folge, geht es darum, wenn man das betrachtet, unter dem Motto, die Schwächen zu stärken machen. Okay, wenn man eventuell in gewissen Bereichen nicht diszipliniert ist, wie zum Beispiel Selbstdisziplin ist ja ein absolutes Thema der Kampfkünste, nach außen hin zu sich selber, also der Großmeister sagt immer wieder, es geht nicht nur um das Kämpfen an sich, um die Kampffähigkeiten, das ist die Basis vielleicht, aber es geht auch darum, wie stark schaffe ich es, meine eigenen Dämonen zu bekämpfen, und das ist die Selbstdisziplin. Und da ist die Frage, wie kann man das denn umsetzen? Man hört immer viele Tipps, aber wie kann man wirklich schaffen, sich selber in seinen Problemfeldern zu erweitern und zu stärken? Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wenn wir davon ausgehen, sozusagen seine eigenen Ängste zu bekämpfen, sich selbst zu bekämpfen, ist der härteste Kampf. Das ist einer der ältesten und bekanntesten Sprüche auch in den Kampfkünsten. Ich kann euch ein gutes Beispiel geben. Es ist sehr leicht, und das kennen wir alle aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule oder sonst irgendwas, einen Schwächeren in irgendeiner Form zu dominieren. Das macht einen nicht wirklich stärker. Ja? Es macht einen auch nicht stärker, Champion zu werden. Also wenn einer meint, ich habe eine gewisse Fähigkeit erworben, jemanden physisch in irgendeiner Form zu unterdrücken oder zu dominieren, das ist ja letztendlich, was ein Champion auch macht. Das ist ein Kämpfer. Ob das jetzt ein Karatekämpfer ist, ob das ein Judo-Kämpfer ist, ob das ein Kung-Fu-Fighter ist, völlig egal. Er wird in seiner Disziplin, in seiner Sportart jemanden dominieren. Das heißt nicht, dass er sich selber bekämpft hat. Wir sehen das bei sehr vielen bekannten Kampfsportgrößen oder Sportgrößen, die dann im Privatleben völlig versagen, weil sie nämlich mit sich selber nicht klarkommen. Und es geht immer irgendwie, jemand anders zu besiegen. Das geht immer irgendwie. Das geht mit Tricks, das geht mit Möglichkeiten. Es gibt ja auch Tricks, es gibt ja auch faul, ja, was vorher schon faul sein kann. Aber sich selbst zu besiegen, da kann man nichts tricksen. Das ist die reinste Form des Kampfes. Und wenn man sich selbst besiegt, dann ist man erst wirklich stark. Und deswegen denkt dran. Ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Mike Tyson hat im Ring dominiert. Sein eigenes persönliches Leben war ein Desaster. Ja, das hat lange gedauert, um sich wirklich zu finden. Wenn man ihn heute betrachtet, sieht man, okay, der ist aus dem Gröbsten draußen. Der hat viel gelernt in seinem Leben und reflektiert das auch sehr, sehr gut. Aber was er praktisch da erlebt hat mit Kriminalität in seiner Jugend, also seine Kindheit katastrophal. Und das Boxen hat ihn zu keinem besseren Menschen gemacht, muss man ganz klar sagen. Der Kampfsport, dass er da Leute dominiert hat, hat ihn nicht wirklich stärker gemacht. Das war nur in dem Moment im Ring und da hat er Leute unterhalten. Und in seinem Privatleben, das war von Drogen durchseucht, das war sozial völlig desolat, ja, mit seinen Frauen und mit alles, Gefängnisstrafen und so weiter und so fort. Also da sieht man, dass er sein eigenes Leben sich selber nicht im Griff hatte. Und dass da der Kampf mit sich selber eben nicht stattgefunden hat. Und das ist natürlich klar, was war er? Er war nichts anderes wie ein moderner Gladiator. Er wurde benutzt, ja, als Kämpfer mit Potenzial, aber keiner hat sich um sein Seelenheil wirklich gekümmert. Keiner hat ihn wirklich mitgenommen auf die Reise. Jeder hat ihn nur genutzt und ausgenutzt. Und das hat ihn natürlich auch zu dem Menschen gemacht, was er damals war. Und die Weiterentwicklung ist natürlich, muss ich sagen, wirkt momentan sehr positiv. Das heißt, er ist natürlich irgendwann in sich gegangen und da hat er auch andere Menschen kennengelernt und andere Möglichkeiten. Und das ist das ganz Wichtige. Und wir in der Kampfkunst, wir sehen eben nicht nur den Kämpfer, wir sehen den ganzen Menschen und seine Entwicklung. Und ich meine, gerade hier unser Sensei Goldberg, der ist ja heute noch ein grandioser Kämpfer, aber er hat ja wirklich in den letzten, kann man sagen, 20 Jahren, ich meine, wie viele 100 Kämpfe hast du bestritten? Und zwar in allen Disziplinen. Das war Karate, das war Boxen, das war Judo, das war Jiu-Jitsu, ja? Das war MMA. Es waren so viele Kämpfe international auf höchstem Niveau, wo wirklich Schweiß und Blut geflossen ist. Ja? Das hat dich natürlich irgendwo weitergebracht, aber hat es dich wirklich stark gemacht?
Also natürlich gibt das Ganze eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, wenn man merkt, man kann kämpfen und sich durchsetzen, aber es bleibt immer ein Quäntchen, ein ganz kleines, aber entscheidendes Quäntchen zurück, wo man merkt, es ist nicht die volle Stärke, es ist nicht die innere Stärke, es ist eher die äußere Form. Und ich habe auch immer gemerkt, dass sie mir, egal, unabhängig, komplett unabhängig von meiner kämpferischen Leistung, auch immer wieder ganz, ganz klare Normen und Werte vorgelebt und auch mir ganz klar gesagt haben, wenn ich die selber persönlich nicht ganz getroffen habe als jugendlicher Mann, als junger Mann, auch gerade Europameister geworden und danach gab es gleich eine Ansage, okay, aber so kannst du nicht die und die Sache machen, mit anderen Menschen zum Beispiel. Wenn man jung ist, macht man natürlich auch viele Fehler und da war immer die Ansage von ihnen, der Champion im Ring muss auch der Champion im Leben werden. Das heißt einfach auch, ja, verantwortungsvoll mit anderen Menschen umzugehen und auch natürlich die Selbstdisziplin in Bereichen, manchen Leuten fällt es schwer mit Ernährung, manchen Leuten in Partnerschaften, ganz alle Bereiche. Der Schwarzgurt bedeutet, sich in allen Bereichen kontinuierlich weiterzuentwickeln, was kein Ende hat. Ich denke, das ist genau der Punkt. Das heißt, das Dragon Gym steht für permanente Weiterentwicklung und zwar in allen Bereichen und ich sehe die Spots. Ich sehe die Spots an den Menschen. Ich sehe die Spots auch an mir selber. Also Selbstreflexion ist natürlich das Allerwichtigste. Und ich habe früher eigentlich immer vorgelebt. Also ich lebe ja immer noch vor. Das heißt, ich habe vorgelebt. Ich habe nicht nur gesagt, mach das so oder mach das so, sondern ich mache, mach's nach, mach mit. Und das war immer das Wichtigste. Und ich habe auch selber, als ich meine Karriere als Kämpfer hatte, das hat mir persönlich nicht sehr viel bedeutet. In dem Moment war es schön, die Vorbereitung hat Spaß gemacht, aber das war ein Sport, das war ein Zweikampf, es war eine Herausforderung, es war eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Aber für mich war das immer ganz klar, diese Aufgabe stelle ich mir, um weiterzukommen, um das eben auf verschiedene andere Dinge zu übertragen. Und meistens geht man dann nämlich auch gerne anderen Sachen aus dem Weg, die viel unangenehmer sind. Denn der Kampf im Ring, der Kampf im Käfig oder der Kampf auf der Matte, der ist ja überhaupt nicht, der ist ja gar nicht das Schlimmste im Leben. Weil viele denken, um Gottes Willen, wie mutig, was sind das für Helden? Das sind Sportler und wir haben zig Sportler, wir haben zig Leute, die Potenzial haben, wir haben zig Leute, die kämpfen können. Das ist nichts Besonderes. Vor allem auf ein Zeitfenster gesehen. Die meisten Kampfsportler und Profis sind ja nur auf einem ganz kurzen Level erfolgreich. Und ich habe das auch in der Vergangenheit bei ehemaligen Schülern gesehen, die waren da auch nicht schlecht oder so, aber die waren nicht bereit, an sich selber zu arbeiten. Die wollten nur, die haben nur diesen einen Spot gesehen, da kann ich, und dann wollten sie dafür Anerkennung. Und die Anerkennung war in dem Moment, aber danach nicht mehr. Was gibt es denn nach dem, ich habe selber die Goldmedaille gewonnen, ja, und ich habe die Goldmedaille gesehen und habe mich in dem Moment gefreut. Also der ganze Prozess des Kampfes, der Vorbereitung und der Goldmedaille, das war dann für mich aber abgeschlossen. Und jetzt sagen sie, was mache ich da jetzt draus? Das heißt, was mache ich draus? Hole ich mir jetzt noch 10-mal die Goldmedaille oder setze ich die Goldmedaille in anderen Bereichen um? Als Lehrer, als Meister. Und das war meine Aufgabe und das war meine Herausforderung, nämlich in etwas Champion zu werden, in dem ich noch kein Champion bin. Ein Lebenschampion nämlich. Und das andere war einfach nur eine Möglichkeit zu sehen, da ist etwas, Kraft habe ich, jetzt nutze ich die Kraft in alle Bereiche, vor allem die Sachen, in denen ich noch kein Champion bin, die ich noch nicht beherrsche. Und das war ja auch logischerweise der Weg in der Kampfkunst. Ich war ja immer wieder Weißgurt in einer neuen Kampfdisziplin. Ich habe mich nie nur mit einer Kampfdisziplin auseinandergesetzt, sondern ich war immer wieder Weißgurt in einer neuen Kampfdisziplin. Dadurch war ich ständig in einer bescheidenen Position. Von einer sehr erfolgreichen Position, wo ich wer war, bin ich immer wieder in eine Position reinmarschiert, wo ich eben noch nichts war. Und das ist das, was ich allgemein im Leben immer gemacht habe. Und das ist das, was ich auch von meinen Schülern verlange. Ich sehe die Bereiche. Ich sehe da, da und da. Da wird jetzt gearbeitet. Da machst du jetzt auch noch deinen Schwarzgurt. Du machst deinen Schwarzgurt im Autofahren. Du machst deinen Schwarzgurt an der Uni. Du machst deinen Schwarzgurt in deiner Familie. Ja, als Familienvater, wenn du eben eine Familie hast. Das kann man nicht einfach sagen, das zählt nicht. Das sind wichtige Entscheidungen im Leben. Und das ist, für was Dragon Gym steht. Für Verantwortung, für Stärke in allen Bereichen. Und nicht nur, dass man irgendwo einen tollen Griff oder einen tollen Hebel hat, wie ich es ja meistens sehe. Und dafür, ich kann dafür niemanden bewundern. Also mir fehlt es da wirklich an Worten, wenn ich sehe, dass ich irgendjemanden sehe, der in irgendeinem Bereich besonders gut ist, weil er sich da rein... Das sind für mich fast schon Autisten. Weil mehr haben sie nicht anzubieten. Ja?
Und wenn man dann das Rest ihres Lebens anschaut, ich habe das schon ein paar Mal, dann ist das einfach nur traurig. Und warum, natürlich kannst du dir von so einem Menschen nicht wirklich, du kannst dir dann wirklich nur das holen, was er hat. Also du gehst in den, zum Bäcker und sagst, der hat Brötchen. Ja, Fleisch hat er ja keins, deswegen brauche ich dann auch nicht weiter. Wir müssen zu einem Menschen gehen, der dir alles geben kann. Das ist das, was früher in der alten Zeit war, ein Meister, auch ein Allwissender. Das heißt, er hat sich in allen Bereichen geschult. In der Ernährung, in der Lebensphilosophie, in der Kampfkunst. Das war ein ganzheitliches Projekt. Und das ist die traditionelle Kampfkunst, die wir im Dragon Gym vermitteln. Und deswegen ist es für Menschen, die Tiefe suchen, für Menschen, die wirklich sagen, ich möchte mehr als nur einen Schlag erlernen, für die ist das Dragon Gym gut. Und bestens sogar. Ich möchte ganz kurz ein Beispiel geben, vielleicht auch von dieser Philosophie. Ich habe mir gestern den Film angeschaut, The Birth of the Dragon, ein Teil der Bruce Lee Story, wo es darum ging, er ist gerade nach Amerika und dann kämpft er gegen diesen Wong Jack Man. Oder ja, das war so die Idee. Und es ging darum, Bruce Lee fordert diesen Mönch, diesen Kampfmönch raus. Und der Mönch ist aber nach Amerika gekommen, um seine Selbstsucht, sein Ego zu besiegen. Und er hätte von seinem Ego aus gern gegen Bruce Lee gekämpft und ihm gezeigt, seine Hochnäsigkeit, die ist da fehl am Platz. Aber er hat gesagt, nein, der Kampf, den würde ich nur wegen meinem Ego machen und ich lasse ihn weg. Und diese Philosophie, er wollte Schwarzgurt sozusagen Meister in der inneren Stärke werden. Die äußere Stärke hat er schon gehabt, er hat schon viele Meister vorher besiegt. Und diese Stärke habe ich beim Großmeister ganz oft gesehen in vielen Situationen, wo ganz große, wichtige berufliche, also wirtschaftliche Sachen anstanden oder auch für wichtige Kämpfe. Natürlich sind die Sachen sehr, sehr wichtig, aber es waren auch immer wieder Sachen dabei, die gleichzeitig liefen, menschliche Sachen, die dann, wo der Großmeister die ganz klar nach vorne geschoben hat und diese zum Beispiel Vorbereitung für irgendeinen Kampf und dann ging es irgendwie ihm schlecht oder brauchte unsere Hilfe oder so. Und da hat der Großmeister gesagt, zack, wir fahren noch den Umweg, die Stunde länger und helfen diesen Menschen kurz und so weiter, obwohl wir schon zu spät waren für den Kampf. Das war aber wichtiger. Ja, also diese Idee, dass es gibt Sachen, die sind wichtiger als jetzt den nächsten Paycheck, ja, für viele Menschen auf der Arbeit. Das ist nicht das Oberste, das darf niemals die Oberste, der Mammon darf niemals das Oberste sein, sondern es gibt die inneren Werte. Und dieser Weg ist eben der Weg der 18 Stufen, den ich hautnah miterleben darf, nach wie vor. Ich bereite mich auch wieder auf meinen nächsten Schwarzgurt vor, also und werde da härter als je zuvor vom Großmeister gefordert und eben auch weitergeben darf. Das ist das, was der Großmeister uns vorlebt, was wir weitergeben dürfen und was die Seele des Dragon Gyms ausmacht. So würde ich das formulieren. Absolut. Kann ich nur bestätigen. Boah. Ja, genauso läuft's. Also es ist praktisch die Ganzheitlichkeit. Darüber wird immer gesprochen. Aber man muss es natürlich auch tun. Ich sage immer, beurteilt die Menschen nicht nach ihren Worten. Beurteilt die Menschen nach ihren Taten. Das ist das, was ich auch tue. Ich sehe in Menschen vor allem, natürlich sind schöne Worte schön. So wie schöne Kleider schön sind, so wie ein schönes Antlitz schön ist, das hat eine Wirkung. Das ist klar. Das ist ja auch da, warum Menschen sich auch so gerne täuschen lassen. Aber beobachtet Menschen, was tun sie eigentlich? Was tun sie für ihre Community? Und das erkennst du eigentlich nur, das ist ein sehr alter Spruch, der schon über 2000 Jahre alt ist, hier unser Jesus gesagt. Du wirst sie an den Früchten wirst du sie erkennen, an den Früchten, das heißt an den Schülern wirst du sie erkennen. An den Schülern erkennst du den Meister und nicht umgedreht. Ja, der Meister selber, der kann eine schillernde Figur sein, es kann ein Entertainer sein, ja, wie viele Politiker, die gut reden können, aber was machen sie? Und das ist das, ich sehe das immer wieder, jetzt ganz allgemein, dass gewisse Menschen Sympathien bekommen, weil sie sympathisch sind. Weil sie gut reden können, weil sie gut ausschauen, weil sie eine Wirkung haben. Und dann muss man aber gucken, okay, das ist erstmal das, was mich anfixt. Aber was ist das? Was macht der? Was macht dieser Kämpfer, dieser Meister? Was macht dieser Politiker? Was ist seine Agenda? Was tut er? Was hat er geleistet? Danach muss man die Leute beurteilen. Und das fällt den meisten Menschen sehr schwer. Das heißt, die meisten Menschen, die Oberfläche ist einfach sehr mächtig. Und die Oberfläche ist eigentlich auch das, was da steckt nämlich das Böse. In der Tiefe
reinzugehen. Das erfordert viel mehr Kraft und viel mehr Interesse und das ist genau der Punkt. Und dann erfährt man auch, was eigentlich los ist. Also schaut euch die Sachen genau an. Und Dragon Gym ist eben auch eine Sache, die lernt man nicht in einem halben Jahr. Die lernt man auch nicht in einem Jahr. Das ist ein Lebensprogramm. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte einfach Kampfkunst und Selbstverteidigung lernen und ihr bietet einfach jetzt ein Programm, was mich interessiert, dann ist das erstmal oberflächlich wunderbar. Und dann ist der auch oberflächlich erstmal wunderbar hier bei uns angekommen und der wird auch einen wunderbaren Spaß haben. Der wird Freude, der wird ein positives Mindset mitbekommen, der wird freundliche, positive Lehrer sehen, die natürlich hier unglaubliche Fähigkeiten haben. Wir reden hier von wirklich Top-Leuten. Leute, die sowohl theoretisch als auch praktisch geschult sind. Und da haben die erstmal sehr viel Freude. Aber um dann eben zu bestehen, um eben ihre Gürtel gerade bei uns machen zu können, da müssen sie immer mehr in die Tiefe gehen und vor allem in ihre eigene Tiefe gehen. Das heißt, nicht in die Tiefe des anderen. Das ist nämlich natürlich, deine Tiefe ist entscheidend. Das heißt, es geht um den Kampf mit dir selbst. Und das ist das, was ein Sensei aus dir rausholt. Deine Urängste rauszerrt aus dir. Und dich eben zum Krieger macht. Und zwar zum Krieger für dich selbst. Um deine Ängste, deine Nöte, deine Schwächen einfach abzubauen. Und einfach nur noch stark zu sein. Und wenn jemand nur noch stark ist, dann ist er ein Segen für die Community. Diese Menschen geben diese Energie weiter. Und das ist das, was ich eben mit meinen Schülern hier mache. Sie geben diese Energie weiter. Und er hat jetzt auch schon Schüler, die da wachsen. Und die hat er auch nicht seit 2-3 Jahren. Das sind wirklich tolle, tolle Schüler dabei, die eine so unglaubliche Entwicklung gemacht haben. Es ist immer wieder sehr berührend, das zu sehen. Also es ja, ist berührend für mich, ist das passende Wort. Ja, zu sehen, was hier passiert mit diesen Menschen. Also einfach toll. Da das wirklich so berührt und ich denke auch den Menschen, die uns zuschauen, die das hören, viel Kraft gibt. Aber muss man auch sagen, wenn man den Weg noch nicht gegangen ist, noch keinen Meister gefunden hat, keinen Menschen, keinen Mentor, der einen mitnimmt, auch manchmal vielleicht etwas vor einen Berg stellt, wo man sagt, bin ich denn stark genug, da hochzukommen? Was würden Sie diesen Menschen raten, um ins Tun zu kommen und den ersten Schritt zu machen und zu wagen, sich in diese Welt, in diese neue Welt reinzubegeben? Also wir müssen einfach mal einsehen, die Welt ist tatsächlich schwarz und weiß. Und es ist tatsächlich so, dass wir wirklich nur Menschen berühren, bei denen es auch angelegt ist. Also das heißt, wir können eigentlich niemanden verändern. Die Veränderung findet bei jedem selber statt. Und ich glaube, jeder Mensch, der heute bei unserem Podcast hier dabei ist, also bei unserer Live-Show oder eben einfach auch irgendwie den Weg ins Dragon Gym findet zu uns, der ist berührt oder er ist es nicht. Es gibt da keine Reden, es gibt da keine Tricks, es gibt da keine irgendwelche Farben, die man benutzen sollte oder kann, die jemanden beeindrucken oder nicht. Also das, Schwarz und Gelb finde ich immer sehr beeindruckend. Absolut, ja. Aber das ist nicht das Geheimnis. Also wenn man heute diese modernen Coachings anschaut, wie man sehr an der Oberfläche sich bewegt, du musst die Schule so gestalten von den Farben, du musst dann die und die Aussprache, das heißt, es wird Sprachtraining, es wird Rhetoriktraining trainiert. Das alles ist nur, um Leute kurzfristig reinzuholen, die aber langfristig niemals da bleiben können. Weil jeder, der langfristig bleibt, der ist das. Also jeder, der Kampfkunst erlebt, der ist es, der hat das in sich. Und deswegen kommen eigentlich auch nur die richtigen Leute zusammen. Umso transparenter man aber etwas gestaltet, umso besser ist es, dass man die Spreu vom Weizen trennt. Und das passiert ganz automatisch. Und ich glaube, dass egal, was wir jetzt hier sagen, egal, was wir hier besprechen, es wird euch ansprechen und ihr werdet sagen, jawohl, ihr seid's, da gehe ich hin oder ihr werdet es nicht sein. Und da gibt es kein Training. Deswegen kann ich auch sagen, an Kollegen jetzt, die sich das anschauen, Martial Artists aus anderen, geht in eure, ihr könnt in 1000 Organisationen sein, es wird eure Schule nicht erfolgreicher machen. Vielleicht wird es den einen oder anderen kurz zu euch verirren lassen, aber wir reden hier von verirren. Was wir im Dragon Gym wollen, ist keine verirrten Menschen, sondern wir wollen Menschen, die sich bewusst für unseren Weg entscheiden und uns bewusst eben auch wahrnehmen. Deswegen auch dieses Medium jetzt hier, Internet, Facebook, Instagram, YouTube, um einfach präsenter zu sein, weil wir wissen, heute schauen die Menschen ins Internet und sagen, ey, was ist denn das cool? Oh,
Und dann bleiben sie hängen. Und die, wo hängen bleiben, die sind dafür bestimmt. Und die werden hier, muss man ganz klar sagen, ich betone es jetzt, ihr Glück finden. Definitiv. So wie du es gefunden hast, so wie ich es gefunden habe. Also, das kann ich nur wirklich mit einem dicken Ausrufezeichen alles unterstreichen, was der Großmeister gerade gesagt hat. Es ist wirklich, natürlich kommt man erstmal, weil man vielleicht Fitness, Selbstverteidigung und Kampfsport sucht, natürlich. Aber ich habe gemerkt im Dragon Gym nach, also in der ersten Einheit schon, dass da irgendwas passiert, was ich noch nicht ganz einordnen konnte, aber was ich möchte, was mir fehlt auch. Und wo ich habe sofort Vertrauen. In der ersten Stunde konnte ich schon Vertrauen fassen, habe gemerkt, irgendwie kann ich mich ja auch fallen lassen, Schüler werden. Ja? Und dadurch eben auch steil nach oben gehen. Und das wollen wir euch auch zuteil werden lassen. Das ist die Mission. Absolut. Das ist die Mission. Also Mission ist das richtige Wort. Ich habe mich immer schon als Kind, da war ein Trieb, ein Kern in mir, der gesagt hat, ich bin für etwas da. Meine Aufgabe ist es, für etwas da zu sein. Diese Energie, diese Stärke, die ich schon als Kind gespürt habe. Das ist wahrscheinlich, der eine würde es Talent nennen, der andere würde es sagen, ein Segen. Es ist etwas davon. Ich habe aber gespürt, meine Aufgabe ist, für etwas da zu sein, für etwas zu kämpfen. Und mich hat natürlich Kampfkunst schon mit 4, 5 Jahren fasziniert. Das hat mir niemand gezeigt. Ich habe es plötzlich gesehen und ich wusste, das ist es. Und ich war immer sportlich, ich war immer engagiert, ich habe immer sehr viel Energie, ich hatte so ein High-Energy-Level schon als Kind gehabt, aber die Kampfkunst war, wo ich gemerkt habe, da bin ich zu Hause. Also das muss ich einfach so sagen. Und deswegen sehe ich das auch so und das beobachte ich auch bei allen anderen. Das war bei dir auch so. Du warst als Kind schon mit der Kampfkunst in irgendeiner Verbindung und das war für dich klar. Es ging dann nur noch darum, wo gehe ich hin, wo kann ich besser werden? Das war dein Weg. Und da musst du dich niemand dazu hinbringen. Und muss ganz klar sagen, und das ist das Dragon Gym, was ich noch nirgendwo auf der Welt, der Großmeister hat mich zu vielen, vielen Trainingsaufenthalten ins Ausland mitgenommen, noch nirgendwo auf der Welt in ähnlicher Weise finden konnte oder gesehen habe. Ich bin nicht im Dragon Gym oder habe das Dragon Gym zu meiner Lebensaufgabe werden lassen, weil hier wegen der reinen Technik. Das ist natürlich ein Bereich, der mir sehr, sehr gefällt. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht das, was einen die Lebensaufgabe gibt, sondern es ist die persönliche Weiterbildung, dieses Vertrauen, dieses ein bisschen festgenagelt werden auf so, du bist ein toller Typ, jetzt will ich, dass du besser wirst, gib jetzt Gas. Ja? Hier bist du willkommen, aber wir wollen uns entwickeln. Und das ist doch ein Geschenk, ich nehme es als totales Geschenk wahr. Wer macht dann dieses Geschenk heutzutage? Du kriegst überall nur noch oberflächliches Fitnesszeug und so weiter, aber keiner kümmert sich um dich. Keiner möchte, dass du wirklich aus dir rausplatzt im geistigen Sinne. Und das habe ich hier gefunden. Und deswegen ist das Dragon Gym auch meine Lebensaufgabe geworden, muss man ganz klar sagen. Ja, und da kann man mit Sicherheit jetzt wirklich für alle Senseis mitreden. Das sehen alle anderen Senseis auch so im Dragon Gym oder die es eben noch werden wollen. Wir haben da jetzt wirklich so viel tolle, junge, aktive Jungs auch und auch Mädchen, Frauen, die da jetzt auch sagen, ey, das ist eine Sache, es ist für Männer wie für Frauen geeignet. Man kann als Kind anfangen, natürlich, wir haben Kleinkinder, wir haben Jugendliche, wir haben Erwachsene, wir haben auch Senioren. Also auch das ist, es hört nie auf. Kampfkunst ist nicht, man muss sich mal verabschieden von dem Gedanken, dass Kampfkunst oder Kampfsport nur etwas für junge Heißsporne ist. Oder für irgendwelche maskulinen Frauen oder sonst irgendwas. Es ist für jede Art von Mensch, ich wollte schon sagen, auch Geschlecht geeignet. Es gibt da kein, es ist nur für Männer, es ist nur für Frauen, es ist nur für Kinder. Es ist für jeden geeignet. Der Ansatz ist immer der gleiche, Weiterentwicklung, Stärke. Und das brauchst du in jedem Alter. Ja, das brauchst du in jedem Alter. Das ist ja auch das, was, wenn jemand aus Erfahrung spricht, dann man muss da unglaublich vorsichtig sein. Wir haben zwei Menschen, die leben, die sehen gleich aus, sind am besten Zwillinge, ja? Kommen aus demselben Elternhaus, wohnen in derselben Straße, machen aber unterschiedliche Erfahrungen. Das heißt, sie machen in derselben Zeit unterschiedliche Erfahrungen, zum Beispiel mit im sozialen Bereich mit einem Menschen. Der macht eine gute Erfahrung mit einem Menschen, der macht eine schlechte Erfahrung mit einem Menschen. So geht es dann weiter und weiter und weiter. Und dann sind diese Leute ungefähr, sagen wir mal,
wo fängt man an, jemanden als weise einzustufen? So Mitte, Ende 30 fangen die Leute an, okay, das ist scheinbar ein Erwachsener. Und dann hört man dem zu und der erzählt dir nur die negativsten Sachen aus einem Personenkreis, aus gewissen Erfahrungen. Und sagt, Und genau derselbe Mensch aus derselben Stadt, deswegen dieses Zwillingsbeispiel, der erzählt dir plötzlich alles positiv. Genau das Gleiche. Weil er die Erfahrung gesammelt hat, der diese Erfahrung gesammelt hat. Das heißt auch, wo bist du, wo bewegst du dich? Also ist Erfahrung nicht so entscheidend. Die Wahrheit ist tatsächlich auch nicht dazwischen. Die Wahrheit ist da, wo du dich befinden möchtest. Bist du ein positiver Mensch, wirst du tendenziell eher positive Erfahrungen sammeln. Und du wirst auch das Negative eher erkennen. Der Mensch, der grundsätzlich Negatives erfährt, der erkennt auch das Negative nicht. Das heißt, er rutscht immer wieder in die negativen Tendenzen rein. Das ist der Grund, warum viele Menschen immer wieder, die nennen sagen, ich bin Pechvogel, weil die eigentlich das Negative anziehen und die Positiven das Positive. Und die Positiven wissen von der negativen Seite, die wissen von der Gefahr, das meiden die. Das bekämpfen die und das kann der negative Mensch gar nicht erkennen oder erfahren, weil er ja permanent in diesem Sog drin ist. Und deswegen ist Erfahrung hier überhaupt nichts wert, weil das ist eine negative Erfahrung, das ist eine positive Erfahrung. Und wir stürzen uns natürlich auf die positive Kraft. Das ist das Licht, das ist das, was eigentlich die Natur, Kraft, Energie, Liebe, was uns die Natur eigentlich gibt, danach orientieren wir uns. Und deswegen sind wir auch weit weg vom Negativen. Wir sind weit weg vom Negativen, wir sind eigentlich nur im positiven Ding. Und das ist das, was die Menschen bei uns auch finden. Positives Mindset, Lebensfreude in allen Bereichen. Auch wenn es schlimm ist. Wir sehen jeden Tag furchtbare Sachen auf der ganzen Welt. Ob das mit Menschen ist, ob das mit Tieren ist, ob das mit der Natur ist. Es wird ständig irgendwas Furchtbares gemacht. Das wird ganz im Gegenteil, unsere Lebensfreude ist da nicht getrübt. Wir sind aktiv, um da was zu ändern. Und das geht nur mit einer Stärke. Das geht nur mit viel Energie. Kann man da eben auch was gestalten und was schaffen. Boris, Großmeister, vielen Dank. Also ich merke das jedes Mal, wenn der Großmeister diese Energie, dieses Gespräch heute, diese Philosophie, die ihr jetzt erfahren könnt, mitnehmen könnt, die habe ich seit guten 15 Jahren in meinem Leben. Und deswegen hat sich so viel verändert. Ungebrochene positive Energie, ungebrochen. Ja, ich habe den Großmeister in 15 Jahren nicht einmal negativ erlebt und das prägt ein. Ich bin früher mit anderen Menschen unterwegs gewesen und da waren auch viele negative Menschen dabei. Das gibt es leider viele und mittlerweile sind die nicht mehr in meinem Leben, die prallen an mir ab, sondern ich habe viel positive Sachen. Und das möchte ich, ist das, was ihr auch mitnehmen sollt aus diesem Live-Format, diese positive Energie. Wir geben hier wieder Vollgas, wir gehen bald wieder in die Prüfungen rein, wir haben wieder Seminare für euch. Camp wird gerade wieder neu geplant. Also es gibt viele tolle Sachen, wo den Großmeister auch live erleben können. Auch alle, die jetzt sagen, ich bin vielleicht noch kein Schüler, aber ich würde gerne mal dabei sein. Ihr seht im Online die ganzen Werbungen, schreibt uns und seid dabei. Ich kann mich nur absolut bedanken beim Großmeister. Nicht nur für das, dass er heute dabei ist und auch mein Dragon Coaching beflügelt und bereichert, auch für die gesamte Ausbildung. Und weitere Ausbildung der nächsten Jahre, da freue ich mich jetzt schon drauf. Absolut. Das hört sich so nach einem schönen Schlusswort an. Aus, Mensch. Also, da muss ich sagen, ich denke, das langt für euch und es langt auch für uns. Wir haben, glaube ich, heute alles gegeben, was man geben kann. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt das schöne Wetter nochmal genießt. Ich weiß nicht, wo ihr in Deutschland seid oder weltweit. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Spot habt, dass ihr gesund seid und dass ihr das aus unserem Beitrag jetzt hier ein bisschen was nehmen könnt. Kommt zu uns ins Dragon Gym. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen, der sich jetzt hier angesprochen fühlt. Kommt sofort zu uns. Zack. Wir sind überall. Hier, Stuttgart. Wo sind wir noch? Frankfurt. Dresden. Würzburg. Dresden. Köln bald. Nürnberg, wo wir gerade sind. Kitzingen, Erlangen. Bamberg. Ja, also überall warten wir. Wir warten da. Also ich bin ja eh überall, das ist ja das Schöne. Und unser Sense Goldberg natürlich auch. Und ihr werdet auch alle immer da sehen. Wir sind wirklich zusammen. Das ist das Schöne. Wir sind zusammen und wir trainieren zusammen, wir lernen zusammen, wir schwitzen zusammen, wir essen zusammen, wir machen alles zusammen. Und ihr sollt auch dabei sein. Und bald ihr auch mit uns zusammen sozusagen. Nicht bald, jetzt. Die Entscheidung, die ist jetzt da. Weiß ich jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, es kracht. Ja? Boah. Es kracht. Die Telefonleitung brennt durch. Ja. Ist so. Nee, also ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und ja, klasse. Wir machen jetzt auch ein bisschen Training. Wir lassen es krachen.
hier in die nächste Runde. Aus.